Ich möchte in diesem Video ganz kurz was zur Anzucht von Pomelo erzählen, denn ich habe von einem Freund aus Kalifornien Samen bekommen. Der hat verschiedene Sorten im Garten und hat mir dann ein paar frische Samen zukommen lassen. Es ist ganz gut, wenn man bei den Samen die Schale dran lässt. Ich kenne ein paar Leute, die entfernen die, bevor sie die Samen verschicken. Ihr seht in dem Video, dass die Hülle ziemlich verschimmelt ist. Man kann die Schale aber ganz leicht entfernen und hat dann den sauberen Samen noch übrig, sage ich mal. Hier seht ihr die Sorte, das ist eine Chandler Pomelo, von der habe ich sogar schon eine, die zeige ich im Anschluss. Und ja, da ist immer so eine Restfeuchte drin, die man nicht rausbekommt. Da helfen auch diese kleinen Beutel mit den Kügelchen nicht. Die waren drin, die sind trotzdem verschimmelt, aber der Schimmel ist nicht wirklich schlimm. Also wenn man die richtigen Samen hat, dann keimen die auch sehr zuverlässig und relativ schnell. Wie bei anderen Zitrusarten eigentlich auch. Die Früchte, die man im Supermarkt kaufen kann, eignen sich nicht so gut. Ich habe bisher verschiedene Sorten auch versucht. Es gibt ja Pomelos mit so leicht pinkem Fruchtfleisch. Es gibt diese weißlich-gelben. Und ich habe immer gehofft, dass da vielleicht ein richtiger Kern mit drin ist. Aber bisher hatte ich nur so einen ganz kleinen verkümmerten. Die eignen sich nicht zur Aussaat. Ich habe es schon probiert. Obwohl ich ja wusste, dass da nichts draus wird, aber irgendwie stirbt ja die Hoffnung zuletzt. Und ja, wie gesagt, wenn man die richtigen Samen hat, ist das eigentlich gar kein Problem. Zur Ansaat habe ich bei allen diese verschimmelte Schale entfernt. Einfach, weil ich denke, dass es auch schneller geht. Der Samen muss sich nicht durch die Schale noch durchkämpfen. Der hat gleich freie Bahn sozusagen. Was ich jetzt persönlich ja erfahren musste, ist, dass die Cewa-Methode bei denen nicht so gut funktioniert. Ich habe es bei zwei Anläufen und zwei verschiedenen Sorten ausgetestet. Da sind mir die Samen verschimmelt. Also bei denen wirklich ganz normal gleich in Anzuchterde eine dünne Schicht drüber, so ein halber bis ein Zentimeter und dann einfach warm und hell stellen. Bei mir sind die jetzt auch im Terrarium gekeimt. Wenn meine Fensterbank leer wird, mache ich das aber ganz normal an diesem Zimmergewächshaus. So, hier ist jetzt eine andere Sorte. Das sind Samen, die ich von den Philippinen bekommen habe, von einem Freund, der dort lebt. Das ist die Davao Pomelo. Und ja, die zeige ich jetzt einfach mal so, dass man sieht, wie die Sämlinge aussehen. Unterscheiden sich jetzt nicht so sehr von anderen Zitrusarten. Aber ich habe von der Chandler Pomelo kein Video gehabt. Hier sind die jetzt ein bisschen größer. Das ist wieder die Chandler Pomelo. Man könnte die noch ein bisschen weiter drin lassen, bis sie das zweite Blattpaar ungefähr ausgebildet haben und könnte sie dann vereinzeln. Da ich ein bisschen Platzmangel hatte, habe ich das doch schon früher gemacht. Die sind ja ziemlich robust und halten das auch aus. Hier sieht man auch, wie die Wurzeln aussehen. Die Wurzeln ziemlich tief, haben dann auch den Boden des Topfes schon berührt und wachsen dann horizontal weiter. Es war also vom Wurzelwerk her allerhöchste Zeit. So, und hier ist jetzt die Chandler Pomelo, die ich schon mal gezogen hatte. Die ist jetzt fast 2 Jahre alt und macht sich wirklich gut. Und Pomelos sind halt auch wirklich toll.